Nanu? Ein Mega-Drive-Test beim Panda? Das hat er ja noch nie gemacht. Das stimmt wohl. Das liegt auch nicht daran, dass ich das System nicht mag. Aber zu Nintendo-Konsolen habe ich einfach einen anderen Zugang. Heute mache ich aber mal eine Ausnahme. Das Spiel hier habe ich damals auf dem PC gesuchtet ohne Ende. Kürzlich bin ich darüber gestolpert, dass es das Spiel auch auf dem Mega Drive gibt und da soll es sogar sehr gut sein. Also schauen wir uns das mal an. Was taugt Dune 2 Battle for Arrakis für den Mega Drive heute noch? Das Spiel wurde vom späteren Command & Conquer Erfinder Westwood programmiert und 1993 weltweit von Virgin Interactive veröffentlicht. In Japan erschien das Spiel dabei leider nicht. Kleine Kuriosität am Rande, während das Spiel bei uns Dune 2 heißt, hat es diese Nummerierung in den USA nicht. Neben dem Mega Drive erschien das Spiel auch für den PC und den Amiga. Die Story ist schnell zusammengefasst. Grundsätzlich basiert das Spiel natürlich auf das Dune-Universum. Ein Planet dort, nämlich Dune, hat eine einzigartige Ressource, das Spice. Drei große Adelshäuser kämpfen daher um diesen Planeten, um damit die Vorherrschaft über die Galaxis zu erlangen. Das Spiel gehört einem für die Konsole eher ungewöhnlichen Genre an, der Echtzeitstrategie. Dune 2 war damals der erste Vertreter und gilt gerne als Wegbereiter des Genres. Ihr habt die Auswahl aus drei verschiedenen Fraktionen und absolviert nach und nach verschiedene Missionen. Welche der Fraktionen ihr auswählt, ist aber eigentlich egal, da diese sich jetzt nicht so heftig voneinander unterscheiden. In den Missionen müsst ihr zum Beispiel eine gewisse Menge an Spice sammeln oder meistens einfach alle Gegner vernichten. Dazu baut ihr zuerst eure Basis auf. Dazu müsst ihr zuerst für Energie sorgen und für stetigen Credit-Zufluss sorgen. Dazu baut ihr dann erstmal ein Spice-Erntegebäude. Da euch die Gegner natürlich nicht in Ruhe lassen, müsst ihr euch nun auch um das Militär kümmern. Durch verschiedene Gebäude könnt ihr dann Infanterie, Fahrzeuge, Flugrandheiten und fraktionsspezifische Spezialwaffen errichten. Die Einheiten solltet ihr dabei gut mischen, da diese nach dem üblichen Stein-Papier-Schere-Prinzip aufgebaut sind. Okay, kommen wir mit zu dem wichtigsten und zu dem Punkt, bei dem ich ehrlich gesagt sehr skeptisch war. Echtzeitstrategie ohne Maus? Das soll gut gehen? Und hier kommt die gute Nachricht. Es geht gut. Es ist sogar besser als auf dem PC. Mit dem Gamepad steuert ihr die Einheiten und Gebäude an. Mit einem weiteren Druck schickt ihr sie durch die Gegend. Die Einheiten greifen dann automatisch eventuelle Gegner an. Ähnlich sieht es mit dem Baummenü aus und so weiter. Die Steuerung steht euch nie im Weg und geht nach einer kurzen Eingewöhnungsphase fluffig von der Hand. Damit ihr nicht alles an einem Stück durchspielen müsst, gibt es für die Speicherung eures Fortschritts ein Passwortsystem. Anders würde es jedoch auch nicht schaffbar sein, Dune 2 durchzuspielen, da die Spielzeit durchaus ordentlich ist. Technisch fährt das Spiel ordentlich auf. Die Grafik ist gut geraten, aber jetzt nicht der Höhepunkt des Spieles. Ihr könnt jedoch alles immer gut erkennen. Wenn jedoch mal etwas mehr auf dem Bildschirm los ist, kommt es auch mal zu Slowdowns. Aber es bleibt immer spielbar. Beim Sound. Da trumpft es dann aber so richtig auf. Es gibt eine deutsche Sprachausgabe und die ist einigermaßen verständlich. Für die Zeit durchaus bemerkenswert. Auch die Effekte und Musik untermalen stets passend das Spiel. Befehle. Bestätigt. Befehle. Bestätigt. Befehle. Was taugt Dune 2 Battle for Arrakis für den Mega Drive also heute noch? Das Spiel ist einfach ein Klassiker und Wegbereiter eines ganzen Untergenres. Ich war sehr skeptisch, ob es sich auf der Konsole auch gut spielt, aber war denn überrascht, wie gut die Steuerung umgesetzt wurde. Wenn ihr Strategiefans seid, solltet ihr hier auf jeden Fall zugreifen. Das war der Test von Dune 2 für die Mega Drive. Wenn es euch gefallen hat, wisst ihr, was zu tun ist, ihr fantastischen Menschen da draußen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.